es uns mal an und schauen uns mal das erste Motiv an. Bäm. Du findest das Piepke. Wir können es auch laut sagen. Das ist übrigens sehr schön. Ich sitze ja hier so auf der Seite und schaue euch drei so an, wie ihr strahlt. Das seht ihr auch so von hier. Ne? Das ist eine schöne Konstellation jetzt gerade. Ja. Piepke, jetzt ist the stage is yours. Jetzt erzähl gerne mal für alle da draußen, was es mit deinem Motiv auf sich hat. Vielleicht können wir auch noch mal so ein bisschen die falsche Fährte, das war ja so ein bisschen unser Konzept, was wir uns überlegt haben, erklären, auch auf die Farben vielleicht eingehen. Da hatten wir auch so mit Sprachrecht, ne? Beziehungsweise da haben wir auch gesagt, so wollen wir es haben. Und wer dann mit dir drauf ist. Ja. Also zu sehen ist Clemens und ich. Clemens ist mein Freund, der mich total unterstützt in meinem Alltag, der mich mit allem unterstützt, der immer an meiner Seite ist und an dessen Seite ich bin. Und ja, er ist jemand, der erst das Kranksein in der Art und Weise, wie ich es bin, oder mein Lupus, vielleicht sage ich so, mein Lupus erst kennenlernen musste, quasi mich mit meinem Lupus zusammen kennengelernt hat und dem ich eigentlich, der quasi von meiner Erkrankung über meinen YouTube-Kanal erfahren hat. Als ich ihn kennengelernt habe, habe ich am Anfang erstmal noch nicht so viel gesagt, erst irgendwie beim zweiten, dritten Treffen und auch nicht genau, was ich habe. Er hat es dann über meinen YouTube-Kanal erfahren, weil er mich dann gestalkt hat. Nein, Grüße gehen raus. Er hat es darüber erfahren und hat sich sehr, sehr viel damit beschäftigt. Und ich hatte am Anfang oft Bedenken, dass er mich wegen der Erkrankung nicht nimmt und oder nicht mehr treffen möchte. Aber es hat ihm überhaupt nichts ausgemacht und wir sind zu einem richtigen Team geworden. Er ist Ingenieur und hat eigentlich mit so Tabletten und so gar nichts zu tun. Mittlerweile setzt er mit mir zusammen meine Tabletten ganz regelmäßig, kriegt das mittlerweile alles alleine hin, spritzt mich sogar. Also er ist da total reingewachsen. Das ist für ihn irgendwie auch Alltag geworden, einfach mit mir. Und ich glaube, er merkt das gar nicht mehr so richtig, dass ich irgendwie eine Erkrankung habe, sondern ist für ihn normal und er weiß um meine Eigenheiten manchmal. Ich bin manchmal einfach sehr schnell erschöpft und er weiß, was er dann machen muss, mich mal kurz ins Bett stecken und dann ist wieder gut. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass er so an meiner Seite ist und mich supportet und ich für ihn da sein kann. Und deswegen habe ich ihn zu dem Shooting mitgenommen als Teil von mir, um es auch allen zu zeigen, dass er da ist. Und ja, es ist diese falsche Fährte, haben wir das genannt, auf dem Plakat. Ich habe eine seltene Erkrankung und einen Freund, den ich im Sprint locker abhänge. Und man schaut ja zuerst auf Clemens und denkt, ich habe eine seltene Erkrankung. Ist wahrscheinlich Clemens, weil er so durchgeschwitzt und geschafft ist. Und dann, und ein Freund, den ich im Sprint locker abhänge, denkt man, was ist denn jetzt los? Es muss ja um die Person gehen, die gar nicht so geschafft aussieht. Um, ja, Menschen, die Gesellschaft so ein bisschen damit zu konfrontieren, was meistens so in den Köpfen vorgeht, eine gewisse Stigmatisierung aufzuzeigen, dass man Menschen mit einer seltenen Erkrankung oft gar nicht so viel zutraut und glaubt, sie können nicht so viel schaffen, so wie es mir auch, was ich auch selber erfahren habe in meinem Alltag. Dass Menschen glauben, oh, die hat eine Erkrankung, dann kann die eh nicht studieren oder sowas. Und Menschen zum Nachdenken anzuregen, oh, wie gehe ich eigentlich an die Sache ran, was passiert da? Und sie gar nicht, also ist so ein subtiles Anstoßen, dass die Menschen, die das lesen, Zeit haben, auch selber nachzudenken, sich damit auseinanderzusetzen und so einen gewissen Aha-Effekt zu haben. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut, dass es subtil ist, aber irgendwie wirksam. Jetzt würde mich noch interessieren, du hast das Sportmotiv, Wiebke. Ja. Vielleicht magst du noch erzählen, was wir da oder wieso das geworden ist, das Motiv mit Sport und Sprint, wie wir das angestellt haben. Ja, also wir haben die Möglichkeit gehabt, auch in Zusammenarbeit mit Antwerpes von uns zu berichten, von uns zu erzählen, von den Dingen, die wir gerne tun. Und Antwerpes hat uns Vorschläge gemacht, was sie finden, was besonders heraussticht bei uns, was uns ausmacht, was wir so erzählt haben. Und bei mir ist es das Thema Sport geworden, was auch total stimmt. Also Sport ist für mich eine Leidenschaft schon immer gewesen, schon vor der Erkrankung, mit der Erkrankung, immer egal. Also es ist immer dabei und wir haben den Sprint genommen, weil es tatsächlich so ist, dass ich ziemlich schnell rennen kann und es auch so ist, dass ich Clemens abhängen kann beim Rennen. Und das halt einfach wie Faust aufs Auge passt. Hätten wir jetzt
Ausdauerlaufen genommen, dann hat Clemens die Nase vorn, aber beim Sprint bin ich. Genau, und rot, weil es meine Lieblingsfarbe ist. Sehr schön. Ja, Wiebke, und das hängt jetzt in den 8 größten Städten Deutschlands in Bahnhof und U-Bahn. Ich schaue am Wochenende in Hamburg und dann gibt es ein Foto. Machst du Fotos? Ja. Sehr schön, danke Wiebke. Burak, dann würde ich gerne zu deinem Motiv kommen. Gucken wir uns das doch mal an. Und vielleicht kannst du auch so ein bisschen uns abholen, wer da mit dir drauf ist, was es mit der Farbe auf sich hat. Ja, erzähl gern. Genau, ich habe da meine Verlobte Laura mit drauf. Und bei mir war das so ähnlich wie bei der Wiebke. Ne? Also ich habe zum Beispiel mit offenen Karten gespielt, weil ich in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht habe. Erzähle ich jetzt von meiner Erkrankung oder nicht? Wie reagieren die Menschen drauf? Machen sie einen Rückzieher und sagen so, okay, ich kann jetzt damit so gar nicht umgehen? Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, die Krankheit gehört einfach zu mir und mich da zu verstellen, das wäre nicht richtig. Und bei Laura war das Erstaunliche, die hat dann mich so angeguckt, so, und jetzt? So, ne, die hat dann so erstmal so, hä, okay. Und sie hat mich dann einfach so akzeptiert. Also in unserer Kennenlernphase war ich sogar im Krankenhaus und sie hat das gemacht, was ich, wo ich erstaunlich, also das so erstaunlich fand. Sie hat mich im Krankenhaus besucht und das jeden Tag. Und für sie war das einfach so eine Selbstverständlichkeit. Und da wusste ich schon, okay, das ist schon die richtige Basis, wo man anfangen kann, wo man weitermachen kann. Weil wenn mich jemand so akzeptiert, wie ich bin, dann kann das auch für eine längere Zeit anhalten. Genau, und wir, mittlerweile sind wir seit 8 Jahren zusammen. Und wir möchten auch dieses Jahr heiraten. Und das war einfach, ich habe von ihr vieles gelernt und durch sie bin ich auch stärker geworden. Das kann ich auf jeden Fall so sagen und unterschreiben. Genau, deswegen habe ich sie halt mitgenommen aufs Plakat bzw. auf das Motiv. Und ja, bei uns ist es ja, ich habe eine seltene Erkrankung und eine, und eine Freundin, die keine Erkältung auslässt. Sie ist halt so, gerne mal krank und gerne mal so, Sprich dich aus, Burak, sprich dich aus. Ich glaube, sie schaut eh nicht zu. Sie ist gerade am Arbeiten, deswegen. Aber sie sieht sie im Nachhinein. Deswegen. Schneiden wir raus. Gut. Nee, aber ich wusste aber von Anhieb, dass sie einfach mit aufs Plakat kommt. Weil sie auch mich in jeder Lage halt unterstützt. Ne? Und mit dem Orange, also mit der Farbe, das war mal was Neues. Ich dachte, ich bin mal mutig und probiere mal was Neues aus. Und also Antwerpen hat dann auch gesagt, das kann die stehen. Und als dann tatsächlich soweit war, war ich erstaunt. So, wow, ja, das kann ich anziehen. Und, und habe es dann auch tatsächlich so ein paar Tage später auch ein paar orangene Oberteile gekauft. Ja. Ja, es steht ja auch, ne? Ich finde, ja. Vielen, vielen Dank. Sehr schön und vorbei. Ja. Was kommt jetzt? Ich glaube vielleicht auch dein Motiv, ne? Du hast ja auch eins. Das war eine ironische Frage. Ne? Liebe Regie, bitte ein Motiv weiter. Und das ist nämlich die liebe Fabienne. Und ich glaube mit einer deiner besten Freundinnen. Ja, das ist Anni da drauf. Die guckt auch zu, deswegen... Hallo Anni. Shoutout. Grüße. Ja genau, ich habe zusammen mit Anni das Shooting gehabt. Und Anni kenne ich eigentlich erst seit der Uni. Jetzt haben wir beide zusammen Bachelor gemacht, also 3 Jahre ungefähr. Aber das war von Anfang an besonders, weil sie sich direkt von Anfang an, als sie mich kennengelernt hat, sehr dafür interessiert hat, was meine Erkrankung ist. Sie hat immer nachgefragt und war immer sehr interessiert. Sie hat... Artikel gekauft, die ich mal geschrieben habe über seltene Erkrankungen, hat es aufgehoben. Sie hat gewusst, wann sich meine Krebsdiagnose gejährt hat, das wusste ich nicht mal selber mehr. Und das war irgendwie was ganz Besonderes und deswegen habe ich Anni dazu genommen. Und die hat sich sofort bereit erklärt, die hat sich geehrt gefühlt, damit zu machen und sich mit Sonnenbrand da mal kurz hinzustellen, was total lustig war, weil in dem Studio war es wirklich... sehr kalt und wir waren da im Sommer. Also ich möchte auch noch mal sagen, Respekt, dass ihr das so in den Klamotten... War ja auch kalt. Boah. Ja. Also ich war danach, ne?
Danach lag ich flach. Ja, Wiebke, du hast geschwitzt vom Sport, ne? Es war wirklich. Wirklich kalt. Ja, also es war eigentlich skurril, weil wir standen da und haben gefroren. Aber wir hatten super viel Spaß. Also ich werde den Tag mit Sicherheit nie vergessen. Und bei mir ist es, ich habe eine seltene Erkrankung und eine Freundin, die zu cool für Sonnenschutz ist. Bei mir haben wir das Thema Reisen genommen. Und so habe ich dann auch eigentlich die Farbe ausgesucht, weil ich fand, das passt ganz gut zum Meer. Vielleicht Karibik, schön wär's. Ja, das ist mein Motiv. Und ich finde es immer noch krass, das jetzt alles hier so zu sehen. Auf jedem Plakat oder auf jedem Motiv ist ein QR-Code drauf. Und mit dem Code kommt man auch auf eine Webseite.